Ja, hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück bei Einfach Nivan. Ich klappe das Mikro an, ja, es ist auch gut. Wir spielen heute mal ein Handy-Game. Ich habe mein Handy schon angeschlossen und wie ihr sehen könnt, ist es derselbe Bildschirm wie auf dem Computer. Man kann also wirklich sehen, dass ich hier so, wenn ich es bewege, dass es halt online ist. Und wir wollen heute das neue Nintendo-Spiel von Nintendo, ja. Benutzen und achtet mal bitte nicht auf die anderen Sachen, die da sind. Wir spielen heute Fire Emblem Heroes. Leider ohne Sound, weil über das USB-Kabel leider kein Sound übertragen wird und über die App. Ja, meinem Handy höre ich zwar den Sound, aber nicht auf dem Computer. Wir werden jetzt erstmal Deutschland angeben und bestätigen. Dann stehen hier einmal die Lizenzvertrag, Datenschutzrichtlinien, ja bla bla bla. Kenne ich alles schon, habe ich mir schon mal angesehen. Nintendo-Account wollen wir später verknüpfen. Und dann geht es natürlich auch schon los. Also, könnt es ja sehen, ist alles schön zeitgleich. Start. Obwohl, wir gucken erstmal im Menü. CageLamp braucht man nicht, ist schon alles gemacht. Boah, was ist denn hier los? Wir gehen auf Start und fangen schon mal an. Ja, Lynn. Neue Spielinhalte, bla bla bla. Also bei jedem Charakter kriegt man einmal einen neuen Download, der kurz abgeschlossen wird. Also ihr müsst permanent mit dem Internet verbunden sein. Und das USB-Kabel hilft mir dabei, halt nicht nur mein Handy mit Strom zu versorgen, sondern auch, dass ich die Spielübertragung übertragen kann. Schade, dass ihr nichts hört. Echt blöd. Also ich höre auch gerade nichts, ich habe keinen Sound aus. Soll ich mal anmachen? Ihr hört sowieso nichts, ne? Das ist schon scheiße. Mach's einfach mal ganz laut. Ich hoffe, das Mikro übersteuert nicht. Das schaut ziemlich laut. Nice. Ja, dann kann man halt seinen Charakternamen eingeben. Ich mache jetzt auch wieder Sound leise. Hauptname ist da halt Kirian angegeben, aber ich möchte halt gerne meinen Spitznamen benutzen. Also in dem Sinne Nivan. Alles schön groß geschrieben. Okay. Nivan bestätigen. Bist du ein weiblicher oder ein männlicher Charakter? Wir sind natürlich weiblich. Ich könnte aber auch männlich annehmen. Ja. Einleitung. Ich rufe dich vor. Oh, du bist. Ja, bist du ja. Das hat das Ritual ja wirklich funktioniert. Du hast unsere Rufe endlich gehört, o legendäre Heldin aus einer anderen Welt. Vielen Dank, dass du erschienen bist, um deinen Platz in unserer Legende einzunehmen. Ich habe Fire Emblem schon auf dem Game Boy Advance und so gespielt, von daher finde ich das auch sehr geil gemacht, irgendwie jetzt schon. Denn wisse, unser Königreich steht am Rande des Abgrunds und du bist. Du wirst. Halt, warte mal, bist du wirklich unsere legendäre Heldin? Na, jedenfalls sehe ich nicht aus wie ein Held, oder? Du siehst ganz anders aus, als ich erwartet habe. Pff, ist doch egal. Was meinst du? Du möchtest wissen, wo du bist und wie du hierher gelangt bist? Na gut, du bist in. Ha! Erwischt! Mist, wir haben es die Emblana nur so schnell hierher geschafft. Der ist weit. Tritt zur Seite, ich kümmere mich um ihn. Ja, und dann geht auch schon das Gameplay los. Let's move. Also dann bewegen wir uns mal.
Also da wird auch angezeigt, wie man das machen kann. Gedrückt halten und rüberziehen bis zu dem blauen Feld. Dann ist halt die nächste Phase und wir sind jetzt wieder dran mit Angreifen. So wie es aussieht, geht er automatisch dann dahin. Wir haben Doppelangriff, okay. Und direkt ein Level up. Das geht ja so einfach. Okay, wir haben Geschicklichkeit, Resistenz und FP haben wir erhöht bekommen. Stage clear. Ich finde es halt schade, dass ich den Sound nicht übertragen kann. Wenn ihr eine Idee habt, wie man vom Handy auch den Sound übertragen kann, ich benutze übrigens die Mobizen App dafür. Die muss man auf Computer und Handy installieren, damit man das auch wirklich zu 100% übertragen kann. Man kann auch die Vollversion kaufen in einem Monatsabo, aber bin ich so geizig. Ich heiße Anna, ich bin Kommandantin der Wächter von Ask. Wir glauben daran, dass die Helden frei leben sollten, unsere Gegner aber versklaven sie. Die Widerlinge dieses Reich haben Portale zur Welten, aus denen Helden zu uns kommen. Okay. Mein Deutsch ist heute auch nicht das Beste, sorry. Hast du schon mal von der Welt Awakening gehört? Von der Welt des Vermächtnisses oder die Welt der Herrschaft? Und es gibt noch viele mehr. Ja, natürlich, das sind halt die Spiele, die es davor gab. Das emblernische Imperium fällt in diesen Welten ein und versklavt deren Helden, sodass sie dem Imperium dienen müssen. Wir kämpfen darum, ihnen die Freiheit wiederzugeben. Das heißt also, dass wir eventuell sogar gegen Ike und Co. kämpfen, die aus den anderen Spielen da sind. Okay, auch schon mal interessant. Diese Soldaten kamen von emblianischen Imperium, welche bald in unser Nachbarreich Ask einfallen. Ich suche so verzweifelt nach Hilfe, dass ich einen Beschwörungsritus abhielt. Und so bist du hier aus dem Nichts erschienen. Ja, okay, ich habe ja auch nur das Handy in der Hand. Ja. Das ist Glück für uns, aber uns bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen rasch handeln, wenn wir unser Reich retten wollen. Und dann haben wir den Ladebildschirm. Einleitung 2, die Legende. Das Wichtigste zuerst. Wir haben dich mit Hilfe der heiligen Breiderblick herbeigerufen. Das ist der Name des Relikts, das ich hier habe. Es schießt etwas aus ihm heraus, wie die Legenden beschreiben, okay? Aber Breiderblick, so. Sieht nicht aus wie irgendeinen der Bogen, die ich bis jetzt gesehen habe. Die Legende nennt ihn auch den wahren Schlüssel. Legendäre Helden herbei... Okay. Ja, und das tat ich. Und nun bist du hier, also gehört er dir. Ich hoffe, du findest heraus, wie man das Ding... Da ist sie, schnappt sie euch! Okay, wir wurden schon wieder gefunden. Das heißt, wir können jetzt mal wieder anfangen zu kämpfen. Verdammt. Okay. Du rennst, ich halte sie auf. Ich renne mal hier weg. Okay, ja. Hatte ich schon mal meinen Namen? Was war das? Dieses strahlende, das helle Licht. Virion, mein Name ist Virion. Der beste Bogenschütze aus dem schönsten aller Reiche. Sehr erfreut. Du hast einen Helden beschworen, Nivan. Habe ich das wohl gemacht? Wie hast du das gemacht? Du nimmst Breiderik einfach nur hoch und schon rufst du Helden herbei? Aber jetzt ist keine Zeit für Schwätzchen. Diese Virion und ich müssen kämpfen. Okay. Wir sollen mit ihm den da angreifen. Ich wollte aber eigentlich nach da unten, aber ist jetzt auch egal. Da er ein Nahkämpfer ist. Und wie mache ich das jetzt mit ihr? Genau, ich gehe jetzt immer mal nach da unten mit ihr. Nein, Bogenkämpfer sind scheiße im Nahkampf. Mich gar nicht. Sie können mich nicht angreifen, wenn sie Nahkampf machen. Mein Spezialangriff Nachthimmel ist bereit für den Einsatz. Er aktiviert sich, nachdem ich eine bestimmte Anzahl von Aktionen im Kampf ausgeführt habe.
Sobald mein Spezialangriff bereit ist, führe ich ihn aus, wenn ich das nächste Mal jemanden angreife. Also gut. Eigentlich wollte ich angreifen. Oh, okay, wenigstens haben wir dem Gegner jetzt platt gemacht. Und haben wieder ein Level Up dafür bekommen. Nur braucht die jetzt langsam mal eine Heilung, aber ich werde jetzt erstmal mit dem... Mann, mit dem Bogenfuzzi kann ich da nicht hin, aber ich will sie auch erstmal in Sicherheit bringen. Bogenschütze gegen Bogenschütze. Autsch. Echt böse. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich angreifen, Mann! Jetzt stirbt mein Bogenschütze gleich. Kann ich jetzt nicht rückwärts machen? Manno! Kann ich mich nicht heilen? Ich hätte mich schief stellen sollen. Ah, ich habe ihn zumindest besiegt. Okay, ich hätte mich vielleicht schief aufs Feld stellen sollen. Ich habe Fire Emblem so lange nicht gespielt. Ich muss mich da erstmal wieder reinfinden. Ja, Stage clear. Und nun? Wir haben gewonnen. Und das verdanken wir allein dir, Niva. Ja, ich hätte euch beide fast verloren, aber... egal, ne? Denn niemand von uns Wächtern von Ask kann Helden beschwören. Ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass du legendären Helden... Ach ja, vorhin hat sie noch gesagt, ich sehe nicht danach aus und so. Du wirst es sein, die unser Reich rettet. Unsere Gruppe ist klein, Beschwörerin, aber ich heiße dich in unseren Reihen willkommen. Könnt ihr selber lesen, muss ich nicht mal vorlesen, oder? So, wir haben 15 Sphären erhalten. Weil man kriegt halt scheinbar auch wieder immer wieder Items zugesteckt. Jetzt kommt Camilla, die Sirene. 50 Megabyte. Man sollte eine WLAN-Verbindung immer anhaben. Wird der nächste Charakter runtergeladen. Prinzessin von Noor, die Corin vergöttert und verwöhnt, aber gnadenlos zu ihren Feinden ist, erscheint in Fire Emblem Fates. Ich glaube, ich habe Fates gar nicht gespielt. Dich lügen. Also wenn es das DS-Spiel gewesen ist, die DDS-Spiele habe ich leider nicht gespielt, weil ich kein Geld dafür hatte. Das Bau ist länger, also es bleibt bei ein paar Prozenten unten hängen immer. So, Welt von Zenit. Könnten wir als nächstes machen. Aber ich beende an dieser Stelle erst einmal das Gameplay und ich hoffe, es hat euch zum Ansatz schon mal gefallen. Wenn ihr mehr davon haben möchtet, lasst mir doch einfach ein Like da. Über Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, wenn es euch richtig gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Dann seht ihr immer, wenn wieder ein neues Video kommt. Und ich sage mal, ciao, bis bald, eure Nivan. Wir sehen uns.